Ja, hallo und grüß euch. Nachdem wir das letzte Mal mit der Gabo do Facho, glaube ich, hat sie geheißen, eine etwas kleinere Levada gemacht haben, 4 Kilometer, also eigentlich wirklich nur einen Spaziergang mache, ich heute ein bisschen was Größeres, und zwar die Gabo do Muijo, nicht Gabo, die Levada do Muijo, also die Levada der Mühlen. Da hat es also früher einige Mühlen gegeben in das Tal zurück, von denen heute nur mehr 3 übrig sind und auch nur mehr die Ruinen, also sie sind nicht mehr in Betrieb. Levada do Muijo geht zurück, oder egal, die werde ich jetzt zurückgehen. Und dann gibt es die zweite Levada, die Levada Nova. Und genau, wenn man das ausspricht, die marschiere ich dann wieder zurück, also wieder zum Ausgangspunkt her, zu der kleinen Kirche da. Bei der Kirche ist auch eine Inschrift vorhanden, die darauf hinweist, dass es da mal heftige Kämpfe gegeben hat um das Wasserrecht. Scheinbar hat die Regierung der lokalen Bevölkerung das Wasserrecht aberkannt, worauf es zu einer Revolte gekommen ist und sogar ein Todesopfer zu beklagen war. Also man hat da sehr heftig gekämpft und erst seit 1974 dürfte das geklärt sein, wer da das Wasser zu welchen Teilen verwenden darf. Ja, das ist ein sehr enges Tal da zurück. Man sitzt da ein bisschen, da geht es schön zum Meer vor. Und ich glaube, das ist eine schöne Wanderung, 9 Kilometer lang. Angeblich ist man so 3 Stunden circa unterwegs, zwischen 2 und 4 Stunden, je nach Geschwindigkeit natürlich. Es gibt ein paar Wasserfälle. Also ich hoffe, es wird eine schöne Wanderung werden, mit ein paar schönen Eindrücken von der Natur von Madeira. Und euch nehme ich natürlich mit. Marschieren wir los, zurück, die Levada do Muijos. So irgendwie. Dass Madeira besonders bei Wandersleuten zunehmend beliebt wird, liegt vor allem an den Levadas. Levadas, das sind künstlich geschaffene Wasserkanäle, die das im Norden reichlich vorhandene Wasser in den Süden leiten.
Das Madeirische Gebirgsmassiv fällt nach Norden hin viel schroffer und steiler ab als nach Süden, wo die Hänge etwas sanfter abfallen und so eine landwirtschaftliche Nutzung leichter möglich ist. Der steile, schroffe Norden bildet mitten im Atlantik eine Barriere gegen die Nordwinde und so gibt es hier bis 2000 mm Regen pro Jahr ohne ausgeprägte Trockenzeit. Der Süden ist zwischen April und Oktober regenarm und aufgrund der geologischen Gegebenheiten treten auch die meisten Quellen im Norden zutage. Dieses Problem haben bereits die Entdecker Madeiras erkannt und so wurden bereits im 15. Jahrhundert im Süden der Insel die ersten Bewässerungskanäle angelegt. Durchgeführt wurden die oft halsbrecherischen Arbeiten damals freilich von Sklaven. Die viele Kilometer langen Levadas überwinden Täler und Berge, durchqueren Tunnels, kreuzen natürliche Wasserläufe und führen auch über Brücken. Je nachdem, ob kleinere Verzweigungen mitgezählt werden, variieren die Zahlen und man spricht von zwischen 2000 bis 5000 Kilometer Gesamtlänge, die das Levadensystem mittlerweile erreicht hat. Erst 1966 wurde die jüngste Levada, die Levada dos Tornos, in Betrieb genommen. Sie ist 106 Kilometer lang, führt durch Tunnels von insgesamt 16 Kilometer Länge und bewässert knapp 10.000 Hektar Land. Diese Levada speist auch eines der drei Elektrizitätswerke, die von den Wasserkanälen angetrieben werden. Die Nutzung des Wassers aus den Levadas ist genau bezüglich Wassermenge und Zeitpunkt geregelt. Es ist die Aufgabe der Levaderos, sich um die Wasserverteilung zu kümmern, indem sie zum richtigen Zeitpunkt eine der zahlreichen Schleusen bedienen und so die Felder bewässern. Um zu den Schleusen zu gelangen und auch um den Wasserkanal für Instandsetzungsarbeiten erreichbar zu halten, führt entlang jeder Levada ein Weg, der Paseo de Levada. Nachdem mit den Levadas meist große Strecken zu überwinden sind, ist das Gefälle sehr flach, was die Levada-Wege auch bei Wanderern sehr beliebt macht. Entlang der Paseos de Levada kommt man so ohne große Anstrengung in entlegene Täler und naturbelassene Gegenden. Schwindelfrei und trittfest sollte man freilich schon sein. Nicht selten geht es direkt neben dem Weg steil hinunter, was für phänomenale Ausblicke sorgt, aber bei manchen auch für ein lustiges Gefühl im Bauch.